Da Hunde geht es hauptsächlich auch um Vandalismus, gerade einmal von Sachen kaputt machen von Sachen. Und natürlich auch das Littering gesetzt, der Müll überall, wo Sachen kaputt macht. Und da schauen wir aber dazu, dass das nun mal passiert. Zigarettenstummel überall, es ist der Hunderaucher verboten. Das ist eine Tiefgarage, ganz klares Rauchverbot. Und auch der Hunde sind wir dafür da, dass man die Hausordnung durchsetzt und natürlich auch zur Anzeige bringt bei Vandalismus. Hi, grüß dich, Maren vom Sicherheitsdienst. Servus. Wir haben da Hunde leider Raucherverbot und auch Getränke konsumieren. Da gibt es Hausregeln, bitte Zigaretten löschen. Ja. Und wir haben da die Hausordnung angeschrieben. Bitte da heben den anderen aussägen. Ja, okay, da unten ist ein Müllkübel, kann man es entsorgen. Einen schönen Tag. Ja, danke, ciao. Ein ganz großes Problem ist natürlich auch, dass sie ganz gerne den Müll liegen lassen und Ähnliches. Und mir schon einfach eine Quelle dazu, dass es alles gesittet vonstatten geht. Was man da jetzt sieht, ist eine Streife, wo gemeinsam Objekte, wo wir beauftragt sind, zum drauf schauen, kontrolliert. Da wird kontrolliert, ob Sachbeschädigungen sind, ob Personen da sind, die da nichts verloren haben. Oder aber wegen Vandalismus wird alles dokumentiert dann für einen Auftraggeber, damit man das so von zeitlicher Kleingrenze kann und sagen kann, wenn das gesehen ist, beziehungsweise dann auch die Täter ermittelt werden können. Wir kontrollieren dann auch immer alle Eingänge, alle Türen, alle Fenster, ob die offen sind oder ob sie verschlossen sind. Und wenn etwas offen ist, wird es dokumentiert und dem Hausmeister bzw. dem Auftraggeber dann gemeldet, damit es gleich versperrt werden kann. Bei der Streife schauen wir die Objekte an, ob alles in Ordnung ist, ob alles ruhig ist, ob es irgendwelche Randale gibt, ob das Objekt beschädigt wird. Einfach, wir machen unseren Rundgang, schon jedes Ecker, jedes Loch, ob alles in Ordnung ist und einfach nach dem Rechten schauen. Ich habe herausgefunden, dass man, wenn man offen auf die jungen Leute zugeht, dass man eigentlich relativ ein gutes Feedback kriegt und sie dann schon relativ schnell verstanden, um was es eigentlich geht. Es gibt natürlich auch andere Fälle, ganz klar, aber ich habe zum Glück da jetzt noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Wir kontrollieren im Auftrag von Gemeinden auch verschiedene öffentliche Plätze, wie jetzt zum Beispiel da, wo wir Naturschutzgesetze durchsetzen bzw. die Regler kontrollieren, ob sie gehalten werden. Es gibt auch Verordnungen, an die man sich halten muss, weil es einfach überall Spielregeln braucht, damit da der schöne Platz so schön bleibt, wie er ist. Und das wird für unsere Leute einfach auch kontrolliert und wir setzen da sehr viel auf Gespräche mit den Leuten, dass man die Leute auch informiert und nicht gleich immer auf Strafe geht. Da ist zum Beispiel jetzt eine Tür offen bei dem Objekt, das hat die Streife schon festgestellt. Da bleibt die Streife dann vor Ort, nimmt Kontakt auf mit dem Objektverwalter und dann wird entweder drinnen kontrolliert, wenn es verdächtig vorkommt, dass irgendetwas nicht passt, oder so wie es in dem Fall jetzt ist, dass man vergessen hat zum Zumachen, dann kommt der Objektverwalter und macht das Objekt hinzu. Und solange sichern wir den Bereich, dass da dann niemand unbefugt hingehen kann. Und ebenfalls natürlich sind das so Hotspots, wo sich gerne Leute mal versammeln, wo sie zusammen sind. Schauen wir dazu, dass die Corona-Regel eingehalten werden derzeit. Natürlich mit Abständen und wenn sie zusammen stehen, Masken. Was hauptsächlich die Aufgabe ist, dazu schon, dass kein Vandalismus ist, dass der Müll sich im Rahmen haltet, dass man auch mal die Jungen darauf anspricht und sie mal aufräumen lässt oder mit ihnen zusammen da mal eine kleine Sache wegräumt, dass sie einfach lernen. Oder dass man wieder ein bisschen Regler zeigt und einen Anstand zeigt. Und das ist einfach wichtig, dass man mit einer redet und Kontakt mit allen aufnimmt. Das ist so unsere Hauptaufgabe, auch ein bisschen wie ein Streetworker da durchgehen und mit der Jungen ein bisschen arbeiten. Es fällt auch keinem bei uns ein Zack aus der Krone, wenn man mal zusammendruckt mit einer Jungen und über seine Probleme redet. Gehört auch dazu.